heute Thai-Hähnchen. Ich habe das ja eben schon gefilmt. Und da seht ihr, wie die Katze das reinschlürt. Aber ich habe auch zu Stefan gesagt, das ist ohne Antibiotika stand extra auf der Packung und ohne irgendwelche anderen Sachen. Das scheint man zu schmecken. Ich glaube, die kauft gar nicht. Moin, war herrlich hier. Direkt an der Memel. 3 Nächte standen wir hier. Das ist ein Traum. Also hunderte von Schwänen, die hier über den Fluss fliegen. Tausende von kleinen schwarzen Vögeln, die ich nicht kenne. Eine Menge Reiher, die hier rüberfliegen. Ein Fischadler, ein Seeadler. Hunderte von Enten. Also das ist ganz toll. Wirklich ganz toll. Geangelt habe ich hier auch, aber nichts gefangen. War kein Fisch da. Kannst halt nicht erzwingen, ne? So, jetzt ist die Sonne auch wieder weg. Jetzt sind wir fertig. Jetzt fahren wir weiter. Arschboje. Die sind so cool, die Viecher. Da ist aber einer schon wieder ganz stark müde. So, die erste Attraktion in Polen. Ja, da, Riesenaussichtsturm. Wir gehen mal gucken. Das sieht schon mal anders aus als diese wackeligen Holztürme da im Baltikum. Heute wieder Schlag auf Schlag die Attraktionen abhaken hier. Nächste Attraktion, Viadukte gucken. Auf geht's. Dafür müssen wir erstmal den Berg hoch. So, das ist es noch nicht. Wir sind noch nicht oben. Ja, das Kassenhäuschen kommt in Sicht. So, Viadukt. Nachdem wir eben den Berg hochgelaufen sind, gehen wir jetzt die Treppe runter, um Viadukt von unten zu gucken. Ja, das ist ganz schön. Sind zwar nur 2 Brücken, aber doch ganz hübsch anzuschauen, oder?
bloß geparkt für die Nacht. Der Blick in die andere Richtung ist auch ganz okay. So, heute gibt es wieder was vom Grill. Mit Nudeln, Champignon, Tomatensauce und Parmigiano. Dem ist nichts hinzuzufügen. Guten Appetit. Guten Appetit. Wir stehen hier in Polen zwischen so zwei Seen. Und es ist Sonntagmorgen, 7 Uhr. Und es hat eben geregnet. Und das ist das vierte Boot, was hier zu Wasser gelassen wird. Die sind doch verrückt. Also Angeln braucht man hier auch schon wieder nicht. Weil da kann ja auch schon wieder gar kein Fisch mehr drin sein. Wenn ich sonntags morgens um 7 Uhr anfange zu angeln. Schon gesagt, hier ist es ein bisschen unentspannt. Da stehen drei Bootstrailer und da hinten stehen noch drei. Also wir müssen jetzt mal einpacken. Wir stehen hier ein bisschen im Weg, glaube ich, für den Sonntag. Die Katze ist maximalst ungehalten, weil die kann hier natürlich auch nicht raus, weil die so eine Thermik ist, ne? Auch das gehört dazu. Wir müssen mal wieder tanken. Für 1,65. Vor einem Monat war es hier noch 10 Cent billiger in Polen. Aber auch hier wird der Preis langsam getrieben. Jetzt hat er mich ja gefragt, was Masuren so ausmacht. Aber ich glaube, wir haben das schon herausgefunden. Das ist diese hügelige Landschaft mit Kühen drauf. Und Alleen und bunten Bäumen und Seen. Ja, gefällt uns gut. Also gerade hier aus dem LKW raus hat man natürlich auch eine super Sicht. Und wir haben auch gerade mal eine schöne Straße. Das macht es auch schön. Da legt man gleich auf. Ja, ja, aber es ist wirklich hübsch. Wir dachten, wir könnten hier mal ein Teilchen erstehen, aber Polen ist uns da doch sehr nah. Sonntag, Laden hat zu. Schade. Ist man gar nicht mehr gewohnt. Nee. Ist auch gar nicht so angenehm. Teilchen haben wir noch gekriegt in dem Laden hier uns gegenüber und das ist unglaublich. Also in Polen, wir sind erst seit gestern hier und ich glaube, wir haben mehr Leute gesehen als in Estland, Lettland und Litauen zusammen. Ja. Das ist so quirlig. Wir sind schon ein bisschen überfordert.